Heute saniere ich ein Haus für eine Familie, die sich das nicht leisten kann. Ich freue mich so. Aber nicht allein. Teamwork makes the dream work. LeBron James ist dabei. There it is. Das gesamte Haus braucht eine gründliche Instandsetzung. Wir werden das Leben für diese Familie leichter machen. Neulich hat mich die LeBron James Stiftung für bedürftige Familien angerufen. Sie möchten ein altes Haus renovieren und haben mich um Rat gefragt. Das wird ein größeres Projekt. Ich wohne ja nicht mal in Ohio. LeBron James. Hey, LeBron. Hey, Nicole. How you doing? Good. What's up, buddy? How's it going? What's going on, man? So we're here. Wir sind hier, um Mariah zu helfen. Sie wird von meiner Stiftung gefördert. Ich möchte, dass ihr die Familie kennenlernt. Ich habe viel Gutes gehört. Oh, she's awesome. Hi, how are you? Hey. Come on in. Hey, Mariah, how you doing? This is Nicole. You would never know that Mariah. Mariah zeigt nicht, wie hart es für sie ist. Sie ist so fröhlich und offen. Sie hält die Familie zusammen. Dabei ist sie noch so jung. Ich bin froh, dass ich einem Mädchen helfen kann, das große Träume hat und weiß, was sie will im Leben. Mariah lebt mit ihren zwei älteren Brüdern und ihrer Mutter zusammen. Das Haus ist groß genug, aber in ziemlich schlechtem Zustand. Was mögt ihr überhaupt nicht? In meinem Zimmer kein Rosa. Rate mal, welche Farbe ich auch nicht mag. Sag's ihr. Rosa. Was ist dein Lieblingsfach? Sport. Das ist ein Schulfach? Sport ist ein Schulfach. Wir haben eine Woche Zeit für die Sanierung und das schaffen wir nur mit vielen freiwilligen Helfern und unserem Bauleiter Jack. Danke, dass ihr uns bei diesem Projekt unterstützt. Ich freue mich, dass wir dieser Familie helfen können. Heute legen wir los. Zieht Handschuhe an, Masken und Helme, wenn nötig. Bei so vielen Helfern können wir überall gleichzeitig starten. Ein Team baggert die alte Einfahrt auf, ein anderes räumt aus. Drinnen wird abgerissen, was das Zeug hält. LeBron! Hi! LeBron und seine Söhne helfen heute, die Küche rauszureißen. Absolutely. Meine Jungs dürfen heute Sachen kaputt machen. Und mal nicht bei mir zu Hause. Die Schränke kann man noch wieder verwenden. One door down. Nice job! Das ist Knochenarbeit. Da wird selbst LeBron James ins Schwitzen kommen. Heute haben wir richtig reingehauen. Das ist meine Heimatstadt. Ich freue mich auf das Ergebnis für die Familie. Wir haben die alte, kaputte Einfahrt entfernt und eben gemacht. Was uns den Zugang zum Haus bereits erleichtert. Hier kommt eine ordentliche Einfahrt hin. Wird auch Zeit. Das Haus ist seltsam. Normalerweise gibt es eine Seitentür zur Einfahrt hin. Also befand sich hier ursprünglich keine Einfahrt. Denn die Seitentür ist auf der anderen Seite. Leider ist da kein Platz für eine neue Einfahrt. Also verbreitern wir die alte, schaffen einen Parkplatz und ziehen einen Gehweg zur anderen Tür. So haben sie es einfacher. Die Einfahrt muss so konstruiert werden, dass ihr Regen und Kälte nichts anhaben können. Die Schotterschicht wird deshalb verdichtet und morgen kommt Beton drauf. Sieht aus wie ein Rasenmäher, ist es aber nicht. Brauchst du Hilfe? Ja, bei den Küchenschränken. Gut. Mir ist wichtig, dass wir die Familie mit einbeziehen bei den Arbeiten. Und ich kann jede Hilfe brauchen. Eure Regalbretter lassen sich flexibel versetzen.
falls ihr ein Fach für hohe Gläser braucht zum Beispiel. Hier waren 3 Fächer und dort 2. Mehr nicht. So schiebt man die rein, siehst du? Schräg und runterlassen. Und wenn das passiert, stimmt was nicht. Wenn Mariah mithilft, spart das wirklich Zeit. Und jede gesparte Minute hilft uns, unsere Deadline einzuhalten. Für die Spüle? Ich weiß, das klingt verrückt, aber ich habe noch nie neue Küchenmöbel eingebaut. Ich drehe durch. Warum? Die sehen so neu aus. Das bin ich nicht gewohnt. Ich muss sie alt aussehen lassen. Mir gefällt's. Es ist spannend, wie aus Leuten, die sich nie zuvor gesehen haben, in einer Woche eine Familie zusammenwächst. Gloria, LeBrons Mutter, und mein Vater graben im Garten. Das ist Nachbarschaftshilfe. Wenn jemand in Not ist, helfen wir einfach. Denn wir wissen, wie das ist. Es ist ein Segen, dass wir jetzt einspringen können. Der Zaun wird gesetzt. Und ja, ich weiß, er ist aus Kunststoff. Die Familie soll keinerlei Pflegeaufwand damit haben. Deshalb habe ich mich dafür entschieden. Gefällt mir sogar. Der Zaun ist fertig. Das Tor auch. Die Küche ist fertig und ich gebe LeBron und seiner Frau Savannah eine Vorabtour. Man. Es war die erste Haussanierung und ein großes Projekt für seine Stiftung. Die Küche ist wunderschön geworden. Vorher gab es keine Spülmaschine. Aber das war das geringste Problem. Da waren Wasserschäden, kaputte Schränke, Mäuse. Echt schlimm. Jetzt nicht mehr. Die Küche ist tatsächlich nicht mehr wiederzuerkennen. Sie ist jetzt praktisch und schön. Da nichts original war, ist alles nagelneu, was ich normalerweise nicht mag. Ich rette ja sonst Altes. Wir haben sie aber so entworfen, dass sie sich trotzdem stimmig anfühlt. Und wir haben den Grundriss beibehalten. Die Familie hat einen kleinen Hund namens Gizmo. Da der Garten nicht eingezäunt war, konnte er draußen nicht frei herumlaufen. Jetzt kann er so oft raus, wie er will, und ich hoffe, die Familie verbringt hier viele schöne Stunden. Ich freue mich, dass ich helfen durfte, denn ich weiß, wem es zugute kommt.